In diesem Video geht es um ein paar Ideen zum Thema Urlaubsvorbereitung. Hallo und herzlich willkommen bei den Orchideen am Fenster. Ich bin Simone und für viele von uns startet jetzt einfach die schönste Zeit des Jahres, und zwar die Urlaubszeit. Na gut, ich bin total verschnupft und der Himmel ist verhangen, aber man darf ja ein bisschen träumen, oder? Und da stellt sich mir natürlich irgendwann die Frage, wer oder wie versorge ich meine Pflanzen, sodass ich keine böse Überraschung erlebe, wenn ich dann wieder heimkomme. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Abhängig davon, wo deine Orchideen stehen, kann es sein, dass du dir vielleicht Gedanken über Sonnenbrand machen musst. Meine Orchideen stehen an einem großen Südfenster und an den wirklich heißen Tagen des Jahres muss ich vor allen Dingen Phalaenopsis und einige andere weniger lichthungrige Orchideen vor der Sonneneinstrahlung schützen. Und zwar nehme ich dafür so eine Vorschiebegardine. Die habe ich dir schon mal gezeigt. Meistens ziehe ich sie dann so zwischen 11 und 14 Uhr runter, um die größte Mittagshitze abzuhalten. Und wenn ich für längere Zeit wegfahre, lasse ich die Gardine einfach komplett unten. Es fällt trotzdem noch einiges an Licht in den Raum. Zwar weniger, aber für so eine kurze Zeit ist das besser, als verbrannte Blätter zu riskieren. Wenn dein Fenster weniger starke Sonneneinstrahlung hat, kannst du das auch einfach alles so lassen und die Pflanzen sind ja dran gewohnt. Es sollten halt keine Blätter die Scheiben berühren. Hast du deine Orchideen auf dem Balkon oder auf der Terrasse stehen? Viele Orchideen mögen das ja gerade in den Sommermonaten besonders gern. Für eine längere Urlaubsreise würde ich dann nur sicherstellen, dass starker Regen oder auch Wind ihnen nichts anhaben können, sie nicht umwehen können. Die meisten von uns haben natürlich keine Klimaanlage in der Wohnung. Und wer will die auch schon oder beziehungsweise einen Ventilator für 2 oder mehr Wochen durchgehend laufen lassen? Ich setze für den Urlaub da eher auf so eine, sagen wir mal, indirekte Belüftung. Die Fenster auf der Südseite, die ständig Sonneneinstrahlung haben, bleiben geschlossen. Und die Fenster auf der Nordseite, die wirklich den größten Teil des Tages im Schatten liegen, durch den Bau unseres Hauses, die bleiben geöffnet. Ja, natürlich fällt mir das leicht, denn ich wohne im 3. Stock. Es gibt ja auch verschiedene Smart-Home-Lösungen, durch die du Elektrogeräte mit dem Telefon steuern kannst. Wenn du an sowas Spaß hast, auch ganz viele Stromanbieter bieten das an. Ja, Wasser war einer meiner ersten Gedanken, als ich mit dem Thema angefangen habe. So eine gesunde Phalaenopsis, der macht das nichts aus, mal 2 Wochen ganz ohne Wasser zu bleiben. Du kannst ja vorher und unmittelbar nach der Reise ordentlich tauchen und alles wird in bester Ordnung sein. Aber es gibt halt auch diese Orchideen, die immer so ein bisschen feuchtes Substrat haben möchten oder auch eine höhere Luftfeuchtigkeit wollen. Hier also meine Ideen dazu. Hier habe ich erstmal einen luftdurchlässigen Topf. Das Substrat ist reines Sphagnum. Der Neutrieb war einfach zu groß, um die Pflanze noch umzutopfen, als sie zu mir gekommen ist. Ich stelle sie also in dieses Glas rein und der Topf wird indirekt immer mit Luftfeuchtigkeit versorgt. Meine Katasetum in PET-Methode kennst du ja vielleicht schon. Das ist ein Topf, der ist unten geschlossen, okay, und tropft, und hat hier dieses Wasserdepot. Das werde ich über das Substrat auffüllen und dafür sorgen, dass auch einiges im Untersetzer stehen bleibt. Das ist sowohl Wasserversorgung für eine ganze Weile, als auch in unmittelbarer Nähe der Pflanze eine etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit. Und ich glaube, die kommen auch ganz gut klar, wenn es ja in den Wochen nicht überschreitet. Meine Dendrobium hibikii habe ich in so einer Variante eines selbstbewässernden Topfes. Habe ich mir selbst zusammengebaut. Funktioniert nicht optimal, aber gut genug, dass es der Pflanze ganz gut geht. Im Substrat steckt ungefähr 3 cm tief dieser Streifen Mikrofasertuch und durch die wirklich sehr gute Kapillarwirkung wird das Wasser in den Boden bis hinein in den Topf transportiert. Gibt es natürlich auch fertig zu kaufen. Hier habe ich einmal den Topf von Lechusa oder Lechusa. Der hat auch dieses Wasserdepot. Der Innentopf steht quasi auf Stelzen. Dann siehst du hier auch den Docht, der das Wasser ins Substrat transportiert. Und so einen kleinen Wasserstandsanzeiger, der dann beim Gießen helfen soll. Und das hat mich dann auf eine ganz andere Idee gebracht für meine Pflanzen, die immer so ein gewisses Maß an Feuchtigkeit haben wollen. Ich habe noch mehr von diesem Mikrofasertuch zerschnitten, das kriegst du im Supermarkt. Und damit lege ich dann Leitungen von einem Wasserbehälter
in die jeweiligen Töpfe. Naja, vielleicht sollte ich das dann noch ein bisschen erhöht stellen. Aber das werde ich jetzt erstmal ausprobieren, um zu gucken, ob es funktioniert und ob das was für meinen Urlaub ist. Natürlich gibt es auch dafür etwas zu kaufen. Ich habe mir ja etwas Mittelpreisiges ausgesucht für um die 20 Euro aus dem Baumarkt. Beziehungsweise das hat sich mein Mann ausgesucht. Er möchte damit seine fleischfressenden Pflanzen versorgen. Das ist ein System für bis zu 10 Pflanzen. Da ist ein Schlauch dabei und eine elektronische Steuerung. Da wollen wir uns auch jetzt noch mal ein bisschen reinfuchsen. Und wenn es uns gut gefällt, wenn das gut funktioniert, mache ich da vielleicht auch noch mal ein separates Video drüber. Also toll ist es natürlich, wenn man einen Freund hat oder Familie, Nachbarn, die in der Urlaubszeit mal schnell vorbeischauen und die Pflanzen gießen. Eine gute Möglichkeit für mich wären dann zum Beispiel so kleine Post-its für die jeweiligen Pflanzen, dazu einen kurzen Zettel und das geht alles ganz gut. Ja, und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich einem Nicht-Orchideen-Bekloppten meine Gießrituale erkläre. Und da ist dann sowas dabei rausgekommen. Also das ist ja natürlich totaler Quatsch und total übertrieben, aber ich fand die Vorstellung irgendwie total witzig. Ach übrigens, ich habe in meiner Lieblings-Facebook-Gruppe nachgefragt, wie macht ihr das? Wie bereitet ihr eure Pflanzen auf den Urlaub vor? Habt ihr Tricks? Trefft ihr Maßnahmen? Und die allermeisten haben geantwortet, nö, ich gieße einmal kräftig und dann wird das schon irgendwie reichen. Aber egal, was du machst, egal für welche Variante du dich entscheidest, egal welche Pläne du triffst, ich wünsche dir wunderbare, erholsame Urlaubstage und danach sehen wir uns frisch und erholt hier wieder hier bei den Orchideen am Fenster.